entgegenkommende Radler grüßen wirklich auffällig, freundlich. Ich weiß nicht, sind die noch happy von der Abfahrt oder voll Schadenfreude? Nur noch 2,3 Kilometer bis Bad Gastein. Und jetzt gehen die Steigungen los. Oh, das war echt eine Herausforderung gerade. Oh, das war echt knackig gerade. Ja, guten Morgen von meiner Radreise 2022. Das ist jetzt der Abschnitt Alpe Adria, Tag 2. Ich bin gestern von Salzburg hierher gefahren nach St. Johann. Ja, es ist 8 Uhr morgens und mein Außenzelt schon mal zum Trocknen ausgelegt. Schlafsack, Isomatte und so weiter habe ich schon zusammengerollt. Hier habe ich mir eine Wäscheleine selbst gebastelt. Aus einem Verlängerungskabel. Nächstes Mal nehme ich eine Wäscheleine noch mit. Ja, gestern, als der Typ die Fahrräder montieren wollte auf seinem Wohnmobil, stand er auf einer Leiter, ist hier die Böschung runtergestürzt samt Fahrrad. Mir ist aber scheinbar nichts passiert. Es gab einen Schlag. Mann. Ich gehe mal ins Sanitärhaus und zeige euch nochmal, wie modern das da alles ist. Ja, da rechts ist die Rezeption. Das alte Waschhaus befindet sich da drin. Da ist noch sind noch Geschirrabwaschmöglichkeiten. Und da stand auch was von Duschen, die waren aber abgeschlossen. Und das befindet sich alles in dem Waschhaus hinter mir. Merkwürdigerweise gibt es hier keine Urinale. Komisch. Ich laufe immer schneller, immer schneller. So, jetzt bin ich wieder bestens informiert über die Tourtermine von Andrea Berg. Urinale habe ich doch noch entdeckt. Oh, ich werde mir jetzt erstmal einen verdammten Kaffee machen. Lieben Kochset. Eigentlich alles drin. Deckel, meinen Kaffee mach, da ist der Kocher. Und die zwei von diesen Gaskartuschen. Das ist unglaublich, was da reinpasst. Super handlich. Tangi habe ich zu Hause gelassen diesmal. Ja, heute soll es regnen ab 13 Uhr. Bin mal gespannt. Es ist das erste Mal, dass es regnet auf meiner Tour. Gut, es hat mal auf dem Campingplatz in Bergen kurz getröpfelt, aber war nicht der Rede wert. Ja, ich fahre jetzt ungefähr 42 Kilometer. Bis Bad Gastein und dann kommt die Tauernbahn. Die fährt wohl jetzt alle halbe Stunde in der Hochsaison. Da haben sie auch spezielle Fahrradwagen eingesetzt, wo man sein Fahrrad barrierefrei reinschieben kann. Bin mal gespannt. Ich habe Preise mal nachgeguckt. Waren 6 Euro plus 3,60 Euro für die Fahrtmitnahme. Wären dann 9,60 Euro. Das ist in Ordnung. Die Fahrt dauert dann 11 Minuten. So, 10.10 Uhr und ich roll vom Platz. Ging dann doch schneller als ich dachte. Ich dachte, ich komme erst um 10:30 los. Jetzt muss ich noch die RFID-Karte abgeben, hier bei der Rezeption. Ja, das machte keinen Spaß, an der Straße lang zu fahren. Deswegen gibt es auch eine Route hier rechts von der Tankstelle entlang. Die Tankstelle ist gerade mal 2-3 Fußminuten vom Campingplatz entfernt. Da habe ich gestern noch Bier besorgt für 1,29 Euro oder so. Also der Campingplatz hat keinen eigenen Kiosk. Restaurant war irgendwie auch geschlossen. Also konnte ich mich da noch versorgen.
Nichtsdestotrotz musste ich ja was essen. Ich habe dann gestern noch eine Pizza gegessen, direkt gegenüber vom Bahnhof. Die war sehr gut, also wirklich klasse. Kleiner Familienbetrieb, Italiener. Ja, kann ich empfehlen, wer hier meine Gegend ist. Ja, ich fahre jetzt rechts von der Salzach entlang weiter. Möglicherweise geht der offizielle Radweg auf der linken Seite, aber da ich mich auf der rechten Seite befinde, fahre ich jetzt hier erstmal ein Stück weiter. Hab ein nasses T-Shirt angezogen. Ich hoffe, dass das meine Erkältung nicht fördert. Und ich denke, das sollte relativ schnell trocken sein. So langsam wird es auch etwas wärmer. Ja, weiter geht's. Das fängt doch schon mal ganz schön an. Ja, wie gesagt, um 13 Uhr etwa soll es anfangen zu regnen. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Aber das wird wohl so kommen. Ah, das ist wieder geil. Das ist wieder dieser eine Moment von den beiden am Tag, die schönsten sind. Das Losfahren und das Ankommen am Campingplatz. Ach, hier gibt es tatsächlich ein Schild. Also bin doch auf der Alpe Adria. Heute sehe ich aus wie ein Tennisspieler. Schwarze Hose, weißes Shirt. Ah, zu früh gefreut. Bin doch an der Landstraße. Aber vielleicht gar nicht schlecht, um wach zu werden. Nur einen Kilometer an der Landstraße. Okay, erratet mal, was ich vergessen habe. Flasche habe ich dabei, aber ohne Inhalt. Aber wird sich was finden. Zählt mir gerade, dass es hier Trinkwasser gibt. So, schauen wir mal. Ja, hier in dem Erlebnisbad, aber da muss ich extra reingehen. Da verzichte ich jetzt drauf. Hier auf die linke Seite von mir aus gesehen. Jetzt geht es hier in der Rampe hoch. Schwarzach ist das, meine ich. Da ist der Bahnhof. Jetzt geht es weiter nach Lent und dann Dorf Bad Gastein. Und da geht's schon los. Richtig, Schwarzach. Sag ich doch richtig. So, ich lege mal die Kamera weg und konzentriere mich auf meine Steigung. Dann in den ersten Gang. Ja, hat schon was. Normalerweise mache ich keinen Frühsport morgens. Ja, das war schon mal ganz kernig. Aber lieber auf dem Berg rumfahren, als im Tal rumkriechen. Ja, die Tasche habe ich bewusst mal offen gelassen, damit der Schwamm und die Restfeuchtigkeit noch trocknen können. Meine Küchentasche. Morgen. 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 Es ist mal eben kurze Zeit. Oh. Da unten die Salzach. Das 35 Meter tiefe Speicherbecken dient zum Ausgleich der Wassermengen, die für den Betrieb des Kraftwerks benötigt werden. Es ist völlig normal, dass im Sommer der Speicher oft fast leer ist. Im Winter ist er dann eher voll, dann wird nämlich der Beckeninhalt bei Niedrigwasser des Flusses in Stromspitzenzeiten zur Stromerzeugung eingesetzt. So, jetzt brauche ich wieder beide Hände. Oder auch nicht.
Ja, ich habe jetzt die ersten 10 Kilometer über den Teil schon recht anspruchsvoll. Aber es hält sich in Grenzen. Die Steigungen waren jetzt nicht ewig lang. Ja, kurz mal durchatmen und kein Wasser trinken, weil kein Wasser dabei. Ja. Das war nur eine kurze Pause, um auch die Aussicht mal zu genießen. Ja, gleich müsste Lent kommen. Ich habe mir gerade mal ein Foto angeschaut. Mein Tacho hat das Nürn fotografiert, mit dem Kilometerstand, als ich in Hamburg losgefahren bin. Ja, noch 40 Kilometer oder 45, dann habe ich 1000 voll. Kommt mir gar nicht so heftig lang und viel vor. Ja. Ich fand es eigentlich recht entspannt bisher. EMTB-Modus. Ja, ja. Ein paar Minuten später bin ich hier wieder an der Straße. Und hier gibt es wohl Naturhöhlen zu besichtigen. Die sogenannte Endrische Kirche. Das erspare ich mir natürlich, wie alles andere auch. Und fahre jetzt weiter. Oh. Der Hannegott ist aber nah. Hey, Montag. So. Was gestern. Ja, ja. Jetzt geht's in den Tunnel. Mal meine 150 Lux Funzel angemacht. Ist nur ganz kurz. 200 Meter, schätze ich. Ja, noch ein Tunnel. Aber da spare ich mir die Höhenmeter hier, glaube ich, die ja da angezeigt wird. Werden. So, hier kann ich bestimmt noch ungestört quatschen. Das fällt mir aber nichts ein. Es geht bergauf. Überholen. Versuche ich mal. War eng, ging aber. Oh, es geht schon lang, bestimmt. 1-2 Kilometer. War ganz schön kühl hier drin. Einfach absitzen. Was soll ich denn absitzen? Was habe ich denn falsch gemacht? Sehe ich gar nicht ein hier. So, der Tunnel ist geschafft und jetzt habe ich hier einen idyllischen Autoparkplatz erreicht. Ja, wir machen sogar Radlerpause. Ich fahre mal weiter. Hab nur 51% Akku, weiß auch nicht, wo der jetzt hin ist. Ich glaube, ich habe nur einen kleinen Akku drin. Oh, schon wieder ein Tunnel. Dann Via Claudia Augusta habe ich ja den Tunnel verpasst, weil ich ja zum Molvenosee abgebogen bin. Oh ja, jetzt habe ich meinen Tunnel auch hier mal gehabt. So. Oh, beeindruckender Steinbruch. Ich bin gerade Spaziergänger mit ihrer französischen Bulldogge oder war es ein normaler, wie heißen die Dinger? Trotz des Fahrtwinds, den so schnaufen gehört. So, ich bin jetzt in Meierhofen. Ich müsste jetzt etwa 20 Kilometer gefahren sein. Ja, 20,3. Und so langsam hätte ich Interesse an der Brotzeit. So, hier steht irgendwas mit Info, Gastein. So, Trinkwasser werde ich schenken. Da muss ich gleich ins Wasser kommen. Da ist es. So, wo setze ich mich hin? Ah ja, hier gibt es ein Bänkchen. Oh.
etwas kalt. Das ist cool. Oh, da kommst du ja gar nicht mehr raus aus den Dingern. Der Junge wollte das Auto nicht fahren, den Roller auch nicht mehr. Jetzt trägt er den und muss das Auto steuern und den Roller tragen. Oh Mann. So, habe Dorfgastein jetzt hinter mir gelassen. Hier sind doch einige Touristen, die hier stationär angesiedelt sind. Viel mit kleinen Kindern. Süß, wie man auch hier sieht. Wie sich alle aufgestellt für ein Foto. Während in Hamburg alle schwitzen bei über 30 Grad und eine Hitzewarnung rauskommt, fange ich hier leicht an zu frösteln. T-Shirt müsste so langsam trocken sein. Trotzdem wird es frisch und es sollte ja regnen jetzt um 13 Uhr. Wir haben jetzt 11:45 Uhr. Hoffentlich nicht. So, ich rolle dem Regen entgegen. Oh, bei Salzmann links weiter. So, heute wundere ich mich über geschlossene Geschäfte, wo wir Montag haben. Da fiel mir gerade ein, dass die Frau, die die Flaschen am Müllplatz, am Campingplatz zertreten hat, um die klein zu machen, mir einen schönen Feiertag gewünscht hat. Ja, so kann es gehen. Entgegenkommende Radler grüßen wirklich auffällig, freundlich. Ich weiß nicht, sind die noch happy von der Abfahrt oder voll Schadenfreude? Ja, auch der Hofer hat zu. Der österreichische Aldi. Ja, bin jetzt hier in Hofgastein. Dann geht's weiter nach Bad Gastein. Da hätte es was Griechisches gegeben, aber es liegt jetzt nicht auf meinem Speiseprogramm. Hier gibt es einen Thermalbrunnen. Ah, der Trachtenladen hat offen. Super, soll ich mir jetzt Trachten kaufen? Das ist witzig, das Wasser ist heiß. Tja, Sonne statt Regen. Ach, das gefällt mir. Ich habe ja echt ein Glück. Diesmal Wahnsinn. Ich hatte meinen kleinen Akku drin, habe den gerade mal gewechselt, habe den großen rein. Ja, ich habe eigentlich genügend Reichweite noch, aber ich habe jetzt hier eine Steckdose entdeckt. Und der lädt jetzt auch. Yes! Eigentlich brauche ich es nicht, aber besser ist es, ne? Ich habe erstmal Platz genommen hier in diesem Café und habe hier alles im Blick. Mein Fahrrad, mein Akku. Ja, weil da links gibt es tatsächlich noch eine E-Bike-Ladestation. Ja, super Infrastruktur hier. Weiter geht's. Oh, ist ganz schön frisch. 21 Grad haben wir jetzt. Und ja, während ich meinen Burger verspeist habe, fing es an zu regnen. Ich habe dann schnell meinen Akku eingesammelt und in der Tasche verstaut. Jetzt saß ich da bestimmt eine Stunde und eine Viertelstunde. Ja, jetzt können die Steigungen kommen. Wobei ich habe geguckt, das sind nur 312 Höhenmeter. Das ist hier gar nichts. Also hier sprudelt es ja in jeder Ecke. Ja, Thermalwasser. War da nicht Krankenwagen? Rechnung habe ich auch bezahlt. Ja. Ja, 21 Grad. Schon fast zu kühl, mit dem T-Shirt zu fahren.
Während es in Hamburg 30 Grad sind, in Tübingen 27. München hat aber auch nur 23, merkwürdigerweise. Aber ist doch gut. Dann schwitze ich nicht so stark, wenn es gleich hochgeht. Es nieselt sogar ein bisschen, aber ist okay. Vor dem großen Anstieg sehe ich noch nichts. Und in 9 Kilometer bin ich schon an der Tauernschleuse. Also den Zugtransfer durch den Tunnel. Aber ich denke, Bad Gastein muss vor mir liegen. Ja, der Burger, der war echt lecker. War nicht günstig, ich habe 17 Euro bezahlt. Aber es war Bio und aus der Region. Kaffee Latte 4,50. Mit Trinkgeld 23 Euro. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ich glaube schon. Oh Mist, jetzt komme ich hier an einem Unfall vorbei. Irgendwas mit dem Bus. Krankentransport. Da fühle ich mich natürlich nicht. Deswegen ist hier auch das Polizeiauto hergefahren. Krankenwagen ist auch schon da. Ja, ich hoffe, dass es keinen Radfahrer erwischt hat. Oder wie auch immer, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Und da gab es wieder Schaulustige. Ich finde das unmöglich. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, dass dann teilweise Sanitäter auf die Schaulustigen zugehen und sagen, oh, wollen Sie mal sehen? Und dann wird den Leuten das gezeigt, was da Sache ist. Aber meistens wollen sie es gar nicht sehen dann und hauen ab. Also Schaulustige, ist das unmöglich. Nach 90 Metern rechts abbiegen, dann links halten. So, nur noch 2,3 Kilometer bis Bad Gastein. Und jetzt gehen die Steigungen los. Damit ich Bescheid weiß. Erster Gang. EMTB. Ja, bin ich schon da. Aber im Ort geht sich auch noch mal richtig hoch. Die fahren hier mit dem normalen Rad hoch. Wow, das ist schon sehr beeindruckend hier. Wahnsinn. Ja, am Hang immer schwierig abzustellen. Ich glaube, so steht's. So, dann passiere ich hier mal von dem Wasserfall. Ja, es wird gar nicht so schlimm bis hierher. Ich weiß, es geht noch ein Stück weiter. Das kriege ich auch noch hin. Ja, so dramatisch sieht das hier gar nicht aus mit dem Verfall. Hier wird auch einiges gearbeitet und saniert. Da wollt ihr auch mal die Wasserfälle angucken. Nur nicht lange aufhalten. Was? Links abbiegen? Oh nee.
Da soll ich jetzt hoch? Nee, nee, nee. Und hier wir an. Oh, das ist extrem. Jetzt nur nicht anhalten. Das ist der Hammer. Ansteigung. Oh, das war echt eine Herausforderung gerade. Kurz, aber knackig. Kurhausberg, Freunde. Verfällt. Oh, das war echt knackig gerade. War nicht lang. Ich empfehle eigentlich so schieben. Ja. Das war so eine kleine Gasse auf die Straße hoch. Weiter geht's. Schon unheimlich, bisschen unheimlich ist es hier. Das sieht doch wieder ganz modern aus. Ganz schöne Farben. Es ist plötzlich so ruhig. Kaum Verkehr. Ist wirklich sehr ruhig. Jetzt geht es noch mal ein gerades Stück, bevor es dann noch mal hoch geht. Jetzt muss ich rechts und wieder links am Fluss entlang. Ja. Das sind keine 4 Kilometer bis zur Tauernschleuse. Ja, die Sonne lässt mich ein bisschen im Stich, aber das stört mich jetzt gerade gar nicht. Ich bin auf 1086 Höhenmeter. Und es geht bis auf 1172 Meter hoch. Die Bahn fährt immer 10 vor voller Stunde und in den Sommermonaten zusätzlich auch noch mal 20 nach. Die Verladung beginnt 20 Minuten vor der Abfahrt. Und wie gesagt, soll es barrierefrei sein. Ich habe das schon anders gesehen auf irgendwelchen Videos. Naja, schauen wir mal. 9,60 Euro, 11 Minuten Fahrzeit. Bin gespannt. Böckstein. So, jetzt geht's hoch zur Autoverladung. Und Saftradverladung. Nur noch 550 Meter. Soll ich die Autoverladung nehmen oder soll ich Anlauf nehmen durchs Tal? Hallo? Zahle ich hier oder da? Ja? Also ja, aber zahlen kann ich schon mal. Zahlen können Sie, ja. Den habe ich jetzt verpasst, muss noch eine Stunde warten. Ich dachte, die fährt alle halbe Stunde. Dafür habe ich nur 6 Euro bezahlt. Jetzt warte ich, dass die Schranke aufgibt. Ja, gehe ich da mal außen rum. Ja, toll. Jo, so ganz klar ist mir das nicht, wo es lang geht. Zu schön gewesen jetzt, aber ist nun mal so. Warteraum, das ist ja wie früher hier. Schimmernde Beleuchtung. Eine Toilette suchen. Also hier heißt es ganz bis zum Ende. Da ist der Bahnsteig auch etwas erhöht. Ja, hätte ich gewusst, dass die nur jede Stunde fahren, dann hätte ich das besser abgetimt. Aber ich habe heute Morgen auf der Webseite gelesen, dass sie alle halbe Stunde fahren und 20 Minuten vor Abfahrt Verladung haben. Merkwürdig, aber es ist jetzt so, mache ich halt eine Zwangspause. Es ist 3:30, dann will ich 3:30 hier loskommen oder 20 nach, bin dann 3:30 auf der anderen Seite und hoffe, dass das Wetter auch besser ist dort. Und wo es hingeht, weiß ich noch nicht, welchen Campingplatz. Ich hatte noch geplant, 42 Kilometer zu fahren. Es geht
wohl viel bergab. Mal schauen, wie ich vorankomme. So, jetzt sagst du erstmal gemütlich, trink ein bisschen Wasser und ruh mich aus. Naja, barrierefrei geht anders. Es sind auch ganz schön viele gekommen hier. Ja, die Fahrräder werden hier so eingehängt. Taschen musste ich abmachen. Sonst hätten die anderen nicht reingepasst. Fahrrad ist drin und pünktlich, als der Zug einfuhr, kam hier eine ganze Horde an Radfahrern noch dazu. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Die haben es wenigstens besser geplant. Falls ihr ebenfalls plant, mit der Tauernbahn zu fahren, informiert euch bitte vorher gut. Aktuell ist der Tauerntunnel bis zum 17. Mai 2023 gesperrt. Nach heutigem Stand steht eine weitere Sperrung wegen kompletter Modernisierung vom 18.11.2024 bis zum 4.7.2025 an. Ich hoffe, sie tun auch was für die Radfahrer. Wie das so bei Baumaßnahmen ist, kann sich das natürlich auch nochmal verschieben. Also bitte informiert euch vorher gut. Ich bin jetzt hier angekommen, jetzt muss ich noch warten, bis alle anderen Radler raus sind, damit ich dann auch noch raus kann. Kann ja ein bisschen dauern. Es fängt richtig an zu regnen. Ich glaube, ich warte mal kurz, gucke den Wetterbericht und das Regenradar mir an. Und dann entscheide ich, ob ich losfahre, warte oder die Regenjacke anziehe. Oder losfahre und die Regenjacke anziehe. Das Wetterradar sagt, es kommt noch mehr Regen. Jetzt setze ich mich mal irgendwo hin und warte. Vielleicht gibt es hier in der Nähe auch einen Campingplatz. Mal schauen. Ja, es sind alle schon abgefahren, Motorradfahrer jetzt zum Schluss. Die Radfahrer sind los. Die hatten es nur noch 10 Kilometer bis zur Unterkunft. Und normalerweise will ich jetzt auch Regensachen anziehen und losfahren. Aber ich würde gerne die Abfahrt ein bisschen filmen. Nur ist die GoPro, so wie sie mit dem Mediamod ist, nicht wasserdicht. Daher warte ich irgendwie noch ein bisschen. Es sind nur 28 Kilometer und es geht nur bergab. Also ich denke mal, in einer Stunde wäre ich dann da. Ach, mal schauen. Jetzt geht es doch noch richtig los. Gute Entscheidung, hier gewartet zu haben. Und mir fiel ein, ich habe noch einen Stiegel. Ich mache mir meinen eigenen Biergarten hier auf. Es ist zwar nicht der schönste Biergarten, aber es ist ein Biergarten. Genau. Und die Aussicht ist klasse. Echo hier. Na, das sieht ja schon wieder viel besser aus. Ich wollte gerade losfahren und da kommt schon der nächste Zug. Also habe ich eine Stunde hier gewartet. Obwohl der Zug jetzt auch noch mal 5 bis 10 Minuten Verspätung hatte. Ja, die sollten sich mal ein Vorbild bei der Deutschen Bahn nehmen. Der wäre dann komplett ausgefallen wegen Regen. So, jetzt geht's mal los. So, ciao, Malnitz. Weiter geht's. Sonne scheint, aber so ganz traue ich der Sache noch nicht. Ah, ist doch besser, als wenn ich hier zum Regen gefahren wäre. Schon etwas ungewohnt, nasse Straßen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, da darf ich jetzt runterfahren. Cool, ne? Aus Sicherheitsgründen werde ich jetzt mal die Kamera beiseite legen, obwohl es schwerfällt. Wow, was für eine Abfahrt, was für eine Abfahrt. Das war echt der Hammer. Ich hätte mal zwischenzeitlich 71,3 km/h drauf, aber ich wollte jetzt mal anhalten, um einfach mal diesen Talblick zu genießen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also ich habe ein gutes Gefühl, die Reifen sind ein bisschen in den Kurven, habe ich schon leicht gemerkt. Bisschen steiler rein und ich würde wegrutschen. Aber die Bremsen, also kann ich nicht meckern. Trotz der zwei Kolbenbremsen für diese Steigung. Ich meine, die sind jetzt auch nicht so steil, diese Steigung. War das völlig in Ordnung. Das waren jetzt fast 500 Höhenmeter, die weg sind. Ich habe einen Druck auf die Ohren. Den Ohren. Wahnsinn, bin echt geflasht. Das ist der Feiertag heute. So, ich habe jetzt meine 1000 Kilometer drauf. Juhu. Also mehr als letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da unterwegs war. 10 oder 12 Tage. Ne, ich bin schon ein bisschen mehr gefahren als letztes Jahr pro Tag. Das sind so die kleinen Überraschungen. Aber ich habe genug rumgesessen. Ah, jetzt wird es doch nochmal schön, richtig schön. Sowas ist doch immer nett. Ja, auch wenn man auf so einer Strecke nicht richtig Kilometer machen kann. Hauptsache ist schön. Das ist das Wichtigste. Gülle ohne Ende. Ja, jetzt geht's doch wieder hoch. Leicht links abbiegen. Das ist ja die Alpe Adria Radweg. Ja, hier bei Fußpflege Ines links abbiegen. Könnte ich auch mal gebrauchen. Ah, da ist sie. Ja, wer zu Ihnen stehen muss, den Köter besiegen. Oh, es ist angenehm, mit Jacke zu fahren. Ich habe gerade zwei andere Radreisen an der Steigung überholt. Ich bin manchmal schon ein bisschen unangenehm. Aber Leute, ich habe Respekt, was ihr da macht. Aber gut, die waren noch 30 Jahre jünger als ich. Da ist das ja auch alles gar kein Problem. Oh. So, hier geht's weiter. Oh, bitte nicht. Fange ich wieder an zu regnen. Ach, Mann.
Es ging gerade noch mal seicht bergab. Ganz schön, bisschen durch den Wald. Jetzt bin ich hier an einem Fluss, deren Namen ich wieder einblende. Ja, ich habe noch etwa 10 Kilometer zu dem Campingplatz. Den habe ich noch nicht angerufen. Ich werde einfach aufschlagen. Und ich denke, die werden mir da schon Platz geben. Ich bin da jetzt wesentlich entspannter als letztes Jahr an der Via Claudia Augusta. Da war ja, das war ja eine Katastrophe. Jo, jetzt mal weiter. Und bin gespannt, was mich da erwartet. Ich glaube, das ist auch ein kleinerer Platz, eher familiärer. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Den Unterstand würde ich sogar in Anspruch nehmen, wenn es einen gäbe. Aber hier ist ein netter Rastplatz. Leider ohne Deckel. So, hier ist ein Stausee. Ein Stausee, ein Wasserkraft-Stausee. Ich bin gerade mal zu faul, um nachzuschauen. Das müsste aber der Rottau-Stausee sein. Mal angehalten. Es fängt so langsam an aufzuhören. Das wollte ich sagen. Jo, leider wird mein Fahrrad auch nicht so richtig sauber durch den Regen. Ich habe noch 5 Kilometer etwa bis zu dem Campingplatz Möllbrück oder sowas in der Richtung. Ja, schauen wir mal. Ja, ich freue mich schon, das Zelt aufzuschlagen. Ein bisschen Hunger könnte kommen, ja, könnte im Anflug sein. Im Radlertreff schien auch andere zu sein, außer Radler. Ah, jetzt ist es wieder schön trocken. Ehrlich. Es sind noch 600 Meter, nee, 470. Und dann baue ich mein Zelt hoffentlich auf. Das perfekte Zeltausbauwetter. Nicht schon wieder Pizza heute. So, im Camping. Da biegen wir doch mal ab. Ja, ist mal wieder spannend. Einfahrt verpasst. Wenden. Ja, es ist mittlerweile 7:45. Ich bin etwa hier um 6:30 angekommen. Ich blende es noch mal ein. War jetzt gerade noch mal bei der Tankstelle 3 Kilometer. Habe noch ein Bier geholt und den Chefsalat bestellt. Der ist in einer Viertelstunde fertig. Hole ich mir gleich vom Restaurant hier um die Ecke ab. Ja, ich kam hier an, fragte, ob sie mich aufnimmt. Ja klar, nimmt sie mich auf. Warum sollte sie mich nicht aufnehmen? Ja, ganz nett, hat mir auch gleich einen Tisch, einen Stuhl hier bereitgestellt. Der Nachbar hat mir seine Kabeltrommel geliehen und ja, alles perfekt. Ja, die Sanitäranlagen sind sehr einfach gehalten. Ist ein kleiner, gemütlicher Platz, gefällt mir sehr gut. Und ja, wie war die Strecke heute? Ich habe es ja gemütlich angehen lassen. Bin ja um 10:30 los, meine ich. Und hatte ich ja noch einen Burger gegessen in Bad Hofgastein. Bevor es dann die Steigung hochging, hatte ich mir ja noch Zeit gelassen beim Essen, ein bisschen Akku nachgeladen, fing es an zu regnen, hörte dann aber auf.
Ja, und die Steigung war da schon heftig. Kurz und knackig, es ging schon über ein paar Kilometer, aber mit dem E-Bike ging's. Nur nach dem Wasserfall ging es eine Straße hoch, das war schon grenzwertig. Oh, das ist extrem. Jetzt nur nicht anhalten. Naja, da bin ich von Steinbrück, meine ich, hieß der Bahnhof. Hat leider den Zug verpasst und den Rest habt ihr gesehen. Was mich nur gestört hat, dass es doch sehr oft an Landstraßen entlang ging oder sogar auf Landstraßen. Gut, bergab ging es, aber wenn es dann so eben ist, man hat ständig diese Geräuschkulisse, das stelle ich mir etwas anders vor unter einem Radurlaub. Trotzdem war es sehr eindrucksvoll. Auch die letzte Passage hat mir gut gefallen. Hat leider ab und zu mal geregnet. Aber ich kann es empfehlen, wer es in Kauf nimmt, auch mal neben der Straße zu fahren. Morgen werde ich dann weiter nach Villach fahren. Ich hätte mein eigentliches Ziel erreicht. Ich glaube, heute ist der 15. oder 16. Am 20. fährt mein Zug. Habe ich noch ein bisschen Zeit, ich werde noch ein Stück weiterfahren, muss dann aber leider wieder zurück nach Villach, weil von dort aus mein Zug dann am 20. fährt. Aber nach Villach soll wohl der schönste Abschnitt kommen, hat mir Patrick erzählt. Und das will ich unbedingt noch mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Jetzt werde ich gleich meinen Salat abholen und mit meinem Nachbarn noch ein Bier trinken. Dann geht's unter die Dusche und dann war's das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Gute Nacht.